Was habe ich für ein Problem, Alter? Und heute wird meine Küche geliefert. Oh, oh. Passt, oder? Ja, schön. Also, warum die vielleicht auch so teuer war. Ja. What's poppin'? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Kanal könnt ihr sehr gerne abonnieren. Ich sehe ein bisschen komisch aus, weil ich gerade am Schminken bin. Und ich dachte, ich zeige euch das. Ich habe nämlich auf TikTok immer diese Sache, ne, man hat irgendwas auf TikTok gesehen. Ich habe auf TikTok gesehen, dass ein Girl sich mit so einem Dings und Lidschatten so Sommersprossen gemacht hat. Und wir probieren das jetzt mal. Das Ding ist, Leute, ich hatte früher einfach Sommersprossen, die sind einfach weg. Wie kann es sein, dass sie einfach weg sind? Jedenfalls benutze ich jetzt von Q2 diese Farbe. Ich glaube, das ist so hell, oder? Okay, wir pieksen da jetzt einfach rein. Oh Gott. Nee, es sieht gerade nicht so cute aus. Okay, aber ich muss noch ein bisschen verbesserungsausbaufähig hier auf jeden Fall. Also so kann ich es auf jeden Fall nicht lassen. Das ist schon mal klar. Jetzt probieren wir das noch aus mit irgendwie so Puder drüber oder so, dass es nicht mehr so krass aussieht. Bisschen zu dick, oder? Nee. Aber ich glaube, wenn ich das ein bisschen schöner mache, mit ein bisschen mehr Gefühl vielleicht. Weil mir wird ganz heiß auf einmal. Hä? Aber ich finde es jetzt echt gar nicht so schlecht, oder? Hey, ich sehe aus, als hätte ich übelst die Flecken. Ich zeige euch das fertige Ergebnis dann nochmal. Wir sehen das Ergebnis und ich finde es echt cute. Aber ich finde, man kann es tatsächlich noch ein bisschen stärker, ein bisschen feiner machen. Auf jeden Fall ein bisschen besser. Aber ich finde, fürs erste Mal ist es eigentlich echt gut geworden, oder? Ich finde es richtig cute. Ich setze mich jetzt an den PC. Ich muss nämlich end viel arbeiten. Und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Also, let's go. Ich bin schon wieder ein paar Tage später. Hallo, könnt ihr meine Maske anziehen eigentlich, bitte? Ah, sorry, man. Also echt. Wo gehen wir jetzt hin? Subway. Subway, natürlich geil, gesundes Fastfood, weil wir müssen uns natürlich auf unsere Linie achten, ja? Eigentlich wollten wir zu Club Kitchen, stimmt's? Eigentlich zu Club Kitchen, aber die Leute standen an. Und eigentlich filme ich gerade, ja, weil... Das müssen wir jetzt kurz zeigen. Mein Kollege hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich einfach Vogelkacke auf meiner Jacke habe. Und Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, wie das da drauf kommt. Aber also, du musst denken, Glück im Unglück, weil 2 Zentimeter auf der anderen Seite und es wäre nicht gut ausgegangen. Ja, dann hättest du es auf dem Kopf, das wäre noch beschissener. Essen ist fertig. Niki ist übrigens nie ansprechbar. Niki ist zwar immer dabei, aber... Hi Leute! Willst du auch was essen jetzt? Ja. Also ich habe so Bock da drauf, gell? Ihr wisst nicht, wie lange ich schon Bock auf Subway habe. Und mir läuft richtig das Wasser im Mund. Ja, dann sieht Jenny ist richtig glücklich, Leute. Ich bin so richtig happy. Chips, Mangolassi. Das Ding ist, wir waren halt eigentlich schon weg hier, gell? Ach ja, wir haben einen neuen Gast dazu bekommen. Und jetzt holen wir uns hier, ich weiß nicht, Smoothies. Hier, Mangolassi. Ganz wichtig auch, dass das Getränk immer zu ihrem Lippenstift passt. Jamaika. Dankeschön. Dankeschön. Dann Prost. Prost, meine Lieben. Ich war beim Nägel machen heute. Es ist so naja geworden. Also so, naja. Man kann es lassen. Ne? Es ist jetzt keine Vollkatastrophe. Der Ring passt nicht, das stört mich. Ja, ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, um mich zu motivieren, einkaufen zu fahren. Es ist 20 nach 6. Ich muss eigentlich in 40 Minuten streamen. Wird knapp und ich zögere es die ganze Zeit weiter raus, weil ich so faul bin. Wieso bin ich so faul? Das ist so nervig. Und jetzt sitze ich seit 10 Minuten im Auto und will einfach nicht aufstehen. Da ist es schon. Was habe ich für ein Problem, Alter? So, ich bin back at home. Ich sag's euch ganz ehrlich, das war es eigentlich auch schon wieder mit meinem Tag. Ich bin jetzt hier an meinem Streaming. Wie heißt das? Streaming? Set? Was? Wow, okay, ich sitze hier einfach und fange gleich an zu streamen und stream dann 3 Stunden, like every day, und dann gucke ich einfach noch Netflix, 1-2 Folgen Modern Family, and that's it. Das war's dann für heute und dann freue ich mich auch jetzt schon auf mein Bett. Wir sehen uns morgen. Tschüssi. Next day, es ist 7 Uhr morgens und heute wird meine Küche geliefert. Ich habe im ganzen Haus, Zimmer, keine Ahnung, überall
kein Licht, ist mir ja aufgefallen, gell? Deswegen habe ich jetzt mein Studiolicht einfach hier in die Küche gestellt. Dann müssen die das so machen. So sieht das Ganze gerade aus. Richtiges Chaos. Ich glaube, ich kann aber nicht filmen, wenn die Sachen reinbringen. Wieso ist hier immer Sand, Alter? Was ist denn das? So, ein Schäumhauser Anna. Genau, hier ist der Platz. Ich habe leider hier noch keine Lampen, deswegen. Das ist verborgen. Passt, oder? Sehr schön. So, und ich lege mich jetzt einfach wieder ins Bett. Übrigens versuche ich zu lernen, ohne Kissen zu schlafen. Hab gesehen, hab gelesen, dass das gesund sein soll für den Rücken und so. Ohne Kissen und auf dem Rücken zu schlafen. Das machen wir jetzt. Also ich kann eh nicht schlafen. Ich werde nicht schlafen, aber ich werde so. Bis meine Küche fertig ist. Also die Typen sind gerade in meiner Küche und also in meiner Wohnzimmerküche da und bauen die auf, aber ich traue mich nicht zu fragen, ob ich das filmen darf. Ich habe die Kamera jetzt einfach wieder ausgemacht und ich glaube, ich filme es einfach nicht, weil ich traue mich nicht, die zu fragen. Ja, ich glaube, ich zeige es euch einfach, wenn es fertig ist. Es ist mir unangenehm. Okay, also wie ihr sehen könnt, bin ich mit Lisa im Auto. Wir haben uns gerade noch einen Saft geholt mit, was ist drin? Karotte, rote Beete, Ingwer, Orange. Oh, that's it, oder? Rote Beete, Karotte, Ingwer, Orange, ja. Der schmeckt echt gut, aber schmeckt sehr nach Karotte. Muss ich mich schon mal dran gewöhnen. Ich kaufe mir jetzt Karottensaft und trinke jeden Tag Karottensaft. Sehr gesund. Vor allem sehr gesund für Augen und Haut. Ja, ich habe mir eine Zeit lang das immer selber. Ich habe übrigens eine Saftpresse zu Hause. Oh. Also wenn du den mal auf Vorrat pressen willst. Ich habe das mal gemacht, habe immer so 1-2 Liter gepresst, haben bei mir so 2-3 Tage gehalten, weil es so lecker war, dass ich es einfach so weggetrunken habe. So, ich habe eine Heißluftfritteuse zu Hause, falls du mal nehmen, benutzen willst. Ja, okay. Ja, dann habe ich mir eine Matcha-Latte geholt. Ihr wisst, ich liebe Matcha, aber ich habe das in letzter Zeit sehr reduziert. Und Lisa hat sich noch einen Kaffee geholt. Und jetzt mit unseren ganzen Getränken geht's los nach... fahren wir tanken. Und dann geht's... Ich verwechsel es immer wieder, gell? Frankfurt oder Mannheim? Mannheim, oder? Hannover, nee? So was ganz anderes. Echt jetzt? Ich kann nicht mehr. Frankfurt oder Mannheim? Hä, wie komme ich denn auf Mannheim? Keine Ahnung, das ist eine ganz andere Ecke. Nein, wir fahren nach Hannover, um das abzukürzen. Okay, wie lang fahren wir nach? Wie lang fahren wir? Wir fahren 3 Stunden. Geht durch Umweltzone. Ah, wieder lost wie immer. Ja, man kennt's. Man kennt's. So, wir sind jetzt angekommen und ich ziehe jetzt, weil ich hatte für die Fahrt nämlich eine Jogginghose an, weil es mir sonst, das geht gar nicht halt. Und jetzt ziehe ich mir kurz noch eine richtige Hose an, damit die nicht denken, ich bin komplett asozial. Ich habe aber tatsächlich schon überlegt, ob ich mit Jogginghose komme. Ich glaube, im Zweifel wäre es auch okay gewesen. Ja, oder? Dachte ich dann auch. Und dann dachte ich so, nee, jetzt reiß dich mal zusammen, du kannst schon mal eine Hose anziehen. Ich muss voll dringend Pipi. Ja, ich ist auch, aber... So, jetzt ziehen noch die Schuhe an und dann geht's sowas von ab. Ihr seht schon mal das Setup, wer weiß, bei welchem Dreh ich bin. Du meinst, das sieht man von da? Meinst, das erkennt man? Ich glaube schon. Darf man dich sehen überhaupt? Immer da. Bist du Kamera... Wie nennt man das? Scheu. So ich wie bin ich. Kamera. Ja. Ja, da ist der Main-Charakter. Und jetzt warten wir auch... Auf was warten wir? Das Essen. Ja. Für den Vlog. Your time to shine. Also erstmal musste ich gerade feststellen, dass ich hier die Älteste bin. Könnte ich es euch bitte mal einfach geben? Ey, was ist das für eine krasse Cam, Alter? Heftige Scheiße, oder? Heftig, Mann. Was ist das? Alpha? Sony 6100. Hallo Leute, mein Name ist Ali, aka Alush. Perfekt. Wir drehen heute... Darf man das schon sagen? Und ich glaube, das wird eigentlich ein Kinderklacks für uns. So, ich habe mich jetzt kurz umgezogen für die zweite Folge, sag ich das so? Zweite Folge, ja. Zweites Video einfach. Leute, stellt euch vor, ich habe einfach Parfüm dabei, gell? Aber mein Lieblingsparfüm übrigens. Normalerweise sagt mir immer jeder Mann, du riechst voll gut bei dem Parfüm. Das ist der Obershit. Und wir haben hier einen Zauberer, den man jetzt gerade nicht so genau sieht. Hier dahin. Und der führt jetzt hier gleich irgendeinen Zaubertrick vor. Mit mir. Und Lisa filmt das Ganze dann. Ja, jetzt machen wir das zweite Video und dann... Das dritte. Und dann das dritte. Okay, was ich erkläre es nochmal?
Gestern war es leider schon zu dunkel. Oh Gott, ich bin ein bisschen aus der Puste. Aber das ist meine Küche. Ich bin so, so happy. Oh mein Gott, ich finde sie so schön. Also, ihr wisst, ich bin da immer ganz transparent. Also, sie hat 6.500 gekostet. Mit den Elektrogeräten. Also, hier ist ein wunderschöner Kühlschrank. Da, wo auch schon ein bisschen was drin ist. Ich gehe heute auch noch einkaufen. Ich freue mich so sehr. Und dann kann ich wieder gesund kochen und so. Boah, ich habe Bock auf einen Aktimel. Das ist für mein Immunsystem. Ja, dann gucken wir uns mal die Arbeitsfläche an, die ich nicht richtig sauber gemacht habe. Lol. Also ohne Scheiß, ne, diese Küche. Einfach so sick. Ihr versteht es nicht, gell? Ich finde die so geil. Ich bin so happy und ich denke mir die ganze Zeit so, das habe ich gekauft. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so. Und man sieht es halt auch hier zum Beispiel. Hier seht ihr das? Also warum die vielleicht auch so teuer war, ist vielleicht auch einfach, man mit einer Hand ist es echt. Moment. Hi, it's me. So. Also wisst ihr, das ist so ein Schrank, also zwei Schränke in einem. So, jetzt haben wir es. Wie geil ist das einfach? Sag mir bitte, wie geil das ist. Und dann, wenn ich es so reinmache und dann gehen wieder beide auf. Es ist so geil. Dann habe ich hier noch einen Eckschrank. Finde ich auch übelst geil. Also wie gesagt, hier ist noch nicht so viel drin. Ich muss die zwei Kisten noch ausräumen. Das ist nämlich alles Küche. Ich habe aber super viel zu tun und schaffe das jetzt gerade auch nicht. Hier ist einfach nur so ein leeres Ding, wo ich so Müll und sowas reinmache. Hier ist der Geschirrspüler. Ich glaube, meine YouTube-Fam, also ihr, könnt euch daran erinnern, die letzten 3 Jahre ohne Geschirrspüler und immer abgespült. Und jetzt lebe ich im Luxus. Es ist einfach nur geil. Dann haben wir hier auch noch so eine Art Apothekerschrank. Den habe ich ja in meiner alten Küche auch so sehr geliebt. Auch schon ein bisschen eingeräumt. That's it. Das ist meine neue Küche. Oh Gott, ich bin so happy. Jetzt mache ich mir einen Tee erstmal. Ich habe gerade für Instagram so ein Beauty-Haul gedreht und ich dachte mir, ich zeige euch die Sachen einfach aus. Zum Beispiel mein Make-up heute habe ich auch mit dieser Palette gemacht. Wahrscheinlich, wenn das YouTube-Video online geht, dann gilt der Code leider nicht mehr. Aber dafür könnt ihr mir ja gerne auf Instagram folgen, dann verpasst ihr das nicht mehr. Ich wollte es euch aber trotzdem zeigen, weil ich die Produkte einfach richtig geil finde und ich euch deswegen das trotzdem zeigen will. Ne? Auch wenn es keine bezahlte Kooperation ist. Aber es ist einfach sick. Next day, was geht ab, Gang? Ist euch aufgefallen? Ich weiß nicht, ob ich das öfter wegschneide, beziehungsweise ob mein Cutter das öfter wegschneidet, aber jedes Mal, wenn ich ein Video anfange und erstmal meine Haare sehe, dann mache ich die erstmal so nach vorne, weil ich so eine fucking hohe Stirn habe, wie ein ganzer Fluglandeplatz. Das haben die früher immer zu mir gesagt in der Schule, lol. Und dann stört mich das so und dann sehe ich das in dem Video und dann mache ich immer erst so meine Haare nach vorne. Ich bin jetzt gerade bei Daluma, naja, über dem sieht man es, und warte jetzt auf Emma. Ich bin schon 10 Minuten zu spät oder 15 Minuten zu spät. Es ist 17 nach. Emma ist immer noch nicht da. Ja. Aber das ist typisch Emma, deswegen habe ich mir auch gar keinen Stress gemacht. Weil ich kenne Emma ja mittlerweile ganz gut. Und ja, ich denke, wir essen ein bisschen was. Und ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal. Aber ich glaube, ich war nebenan bei Superfoods. Ich glaube, ich trinke einmal Matcha Latte. Because I love it. Aber wie sick sieht das bitte aus? Ich finde das voll schön. Vielleicht will ich hier ein Bild machen oder so. Ach ja, und ich wollte eigentlich so einen kleinen Beauty-Haul machen, gell? Ich habe es nicht mehr geschafft gestern, aber ich mache das heute noch. No worries. Also, vielleicht nicht heute, aber morgen auf jeden Fall. Auf jeden Fall in dem Vlog auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und do we want to see my outfit? Because it's fucking lit. Look at this. Und dann habe ich noch so Jordans Angebote. Ich finde es voll geil. Ich finde mein Outfit voll geil und ich sehe heute schön aus. Können wir das ein bisschen mehr appreciaten und uns selber feiern, wenn wir denken, dass wir gut aussehen? Dass wir auch einfach mal sagen, ey Leute, ich sehe heute sexy aus, okay? Und jeder, der was anderes sagt, hat keine Augen im Kopf. Jeder von uns sollte so eine Energy haben, okay? Einfach so ein, nee, ich sehe heute gut aus, ich fühle mich hübsch, ich lächle jeden an und alles ist schön. Ja, so. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich labern soll, also. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Obviously, wie man sehen kann. Und morgen zeige ich euch die ganzen Beauty-Products. Aber ich zeige euch heute schon mal dieses Basenbad. Kokos-Milchbad. Ich bin so gespannt. Ich gehe jetzt nämlich baden. Und dann gehe ich schlafen. Emma war bis eben noch da. Wir haben gestreamt. Übelst geil. Dann auch gequatscht, ob wir eventuell einen Podcast zusammen machen. Weil Emma meinte, sie hat übel Bock da drauf und ich bin ja auch schon länger am Überlegen, weil ich auch voll Bock da drauf habe. Aber halt nicht alleine. So,
Jetzt gucken wir mal. Übel geil. Nur natürliche Inhaltsstoffe mit Vitamin E. Und ich liebe Kokos ja eh über alles. Handmade in Munich. Naja, komm. Ein Löffel geht noch. Bin richtig gespannt, wie meine Haut sich danach anfühlt. So, jetzt gehe ich baden und dann gehe ich sowas von schlafen. Ich gebe euch morgen dann ein Update, aber weil ich morgen früh einen Termin habe mit meinem Nicht-Finanzberater, der auch meine Versicherungen und sowas macht, weil ich muss unbedingt meine Krankenversicherung ändern. Der hat alles vorbereitet und vorgearbeitet und so. Ich liebe diesen Typen so sehr, ne? Der macht es so gut, bereitet alles vor, markiert alles, was ich wissen muss und so, und ist einfach wirklich Lifesaver. Ich bin so froh, dass ich den gefunden habe. Ja, mit dem treffe ich mich morgen früh zum Frühstücken. Dann besprechen wir alles, meine Versicherungen, die ich jetzt so brauche und so. Deswegen muss ich früh schlafen gehen. Also, wir sehen uns morgen. So, next day. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe von dem Bad jetzt noch nicht so viel gemerkt. Man muss es ja auch öfter machen, ne? Es ist so ein basisches Bad. Geruch war jetzt auch eher neutral. Aber ich finde es trotzdem irgendwie geil. Also, ich will es trotzdem weiter benutzen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, es fühlt sich so gesund an, wenn ich so ein Bad mache, so ein basisches Bad? Ich wollte euch ja noch einen kleinen Beauty-Haul machen von den Sachen, die ich bestellt habe. Und zwar fangen wir an mit meinen Lashes. Auf der Seite habe ich sie nicht schön dran gemacht, seht ihr das? Sie stehen viel zu weit weg. Aber hier, okay, näher als so geht es anscheinend nicht. Also, das sind die Wimpern. Die sind praktisch nur hier hinten, also so halbe. Und ich hatte vorher immer die von Essence, aber die gibt es ja einfach nicht mehr. Die stellen die einfach nicht mehr. Ich muss das nochmal neu machen, das triggert mich voll. Das ist zu weit außen, das fällt dann voll auf. Jedenfalls stellen die einfach nicht mehr her. Ich habe die geliebt, die waren so geil. Und dann gibt es natürlich irgendwie wieder irgendwelche im Internet, die einfach die restlichen Dinge aufgekauft haben und sie jetzt für 50 Euro oder so verkaufen, wo ich mir auch denke, so chill mal, okay, dann kauf mir lieber andere, bevor ich jemanden wie dir Geld kriege. Ich bin schon wieder übelst gemein. Jedenfalls sind die von Adeko. Das ist jetzt die Nummer 3, also 03. Und wie gesagt, alles bei About You bestellt. Dann habe ich noch welche von, also es sind so Magnetlashes, okay? Ich finde die viel, viel geiler, weil die einfach, die kann ich da einfach runterziehen und die gehen nicht ab, also die lösen sich nicht ab auf irgendeiner Seite und du hast nicht so diesen ekligen weißen Kleber irgendwo hängen und verklebst deine eigenen Wimpern und sowas. Deswegen, ich finde Magnetwimpern viel, viel geiler. Aber da gibt es halt auch welche, die gut sind und die halt weniger gut sind. Empfehlung auf jeden Fall, die sind sehr geil. Dann habe ich die noch in der Nummer 08 bestellt. Die wären eigentlich sogar meine Favorites, aber das sind mir zu viele Wimpern. Also die sind dann zu krass. Also wenn ihr denkt, die sind schon krass, die sind noch ein bisschen krasser. Also die sind zwar kürzer, nicht so lang, aber dafür dichter. Also da sind mehr Wimpern dann drauf. Das sind die Wimpern. Dann so eine Lidschattenpalette, die ich unnormal geil finde. Also die Farben sind richtig geil, vor allem jetzt für Herbst und Winter und so sind es richtig, richtig schöne Farben. Ich finde jede Farbe hier einfach geil. Und normalerweise, wenn ich solche Paletten kaufe, gefällt mir nur eine Farbe. Ist immer so. Okay, dann habe ich mir noch so einen Selbstbräuner für die Dusche gekauft, wenn es schnell gehen muss. Ich habe ihn noch nicht so richtig, richtig ausprobiert, weil ich habe ihn zwar schon in der Dusche ausprobiert, aber ich habe ihn nicht 3 Minuten einwirken lassen, weil dann war mir kalt und dann wollte ich das Wasser wieder anmachen. Aber so an sich, wenn es schnell gehen muss und ihr keinen Bock habt, irgendwie stundenlang was einwirken zu lassen, dann finde ich den ganz geil. Du gehst duschen, dann duschst du dich ganz normal, dann machst du das drauf, lässt es 3 Minuten einziehen und dann duschst du das einfach ganz normal ab und hast ja keine Einwirkzeit oder sowas. Dann habe ich mir das noch gekauft von Saint-Tropez. Das ist praktisch, dass die Bräune länger anhält. Für perfekte Ergebnisse einer lang anhaltenden Bräune, die gleichmäßig verblasst. Kann ich euch jetzt auch noch nicht viel dazu sagen, weil ich es gerade erst ausprobiere. Und dann habe ich den noch bestellt. Übelst geil. Der hat nämlich so ein, wenn ihr den drauf macht, ihr seid sofort bräuner und das ist wie so Make-up. Also zum Beispiel, ich habe das Problem, ich habe so dünne Haut, auch an den Beinen und so, dass man halt so Äderchen und sowas einfach sieht. Ich habe nicht so ebenmäßige, perfekte Haut. Wenn ich das drauf mache, dann ist einfach alles glatt. Das sieht so geil aus. Also finde ich richtig, richtig geil. Vor allem, wenn ihr ein Kleid anziehen wollt oder sowas und man sieht eure Beine. Und dann habe ich mir wieder mein Ocean Caviar bestellt. Ist pflanzlicher Meereskaviar, okay? Calm the f*** down. Kein richtiger Kaviar. Und es sind so Ampullen. Eben für die Haut habe ich schon ein paar Mal bestellt bei Asam Beauty.
Das kann man jetzt eben auch bei About You bestellen. Also Empfehlung auf jeden Fall, weil die Teile, also ich habe übelst empfindliche Haut, vor allem so, was so Ampullen und sowas angeht. Sobald ich irgendwie zu viel Feuchtigkeit auf meine Haut bekomme, kriege ich sofort unreine Haut. Also meine Haut ist richtig, richtig empfindlich, was solche Sachen angeht. Das da verträgt meine Haut, weil es irgendwie so leicht ist und nicht so fettig irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber ja, das ist sehr geil. Also falls ihr eine Ampullenkur sucht, mehr des Kaviar von Flora Mare. Könnt ihr bei About You bestellen oder ich glaube bei Asom Beauty, ich weiß nicht. Ihr könnt einfach googeln, wo es am günstigsten ist. Ja, das war's mit dem kleinen Beauty Haul. Ich beende den Vlog dann an der Stelle auch und fange direkt den nächsten an. Und wir sehen uns dann. Tschüssi, gerne abonnieren und bis zum nächsten Mal. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end.